Hi und willkommen zu meinem Video, nämlich Teil, der nächste Teil in der Reihe. Ja, heute reden wir mal über Fenster. Ja, über mein Fenster. Also folgendes, ich habe das Problem, also über Fenster und über die Wand. Darüber reden wir jetzt mal. Also, folgende zwei Sachen sind gerade ultra problematisch. Also noch ist es nicht so weit, dass ich da, also dass da was gemacht werden konnte, aber es ist halt schon, da weiß ich jetzt schon, dass es so Punkte sind, die mich total stressen. Und zwar folgendes. Also zum ersten wäre da also die Sache mit dem, wie sagt man das? Also mit dem Fenster. Ja, das ist das Wort. Entschuldigt, ich bin sowas von wirr noch, aber gut. Die Sache mit dem Fenster. Also das Fenster ist schon seit Jahren kaputt und vor Jahren hat uns auch, also vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so, hat uns ein Handwerker empfohlen, wenn wir ein Fenster austauschen, dann müssen wir auf jeden Fall das zuerst austauschen, weil da sind schon richtige Risse drin. Und halt eben, was auch noch Tatsache ist, das hat einen Rollladenkasten, aber der ist halt auch schon so alt, dass der bald runterfällt. Also zumindest der Rollladen, nicht der Kasten. Also das weiß ich nicht. Und ja, jetzt habe ich folgende zwei Probleme, wo ich noch nicht weiß, wie die, also drei sind es, um es ganz genau zu nehmen. Also Problem Nummer eins ist, ich weiß noch nicht, welche Form von Fenster ich möchte. Also es gibt ja Fenster, die man nach oben aufmachen kann. Es gibt Fenster, die man wie so einen Bogen, also so eine Schwingtür öffnet. Wobei ich dazu tendenziell neige, weil es sind, also es ist es Platz, es reicht platzmäßig für zwei Fenster. Und dann wäre, glaube ich, so, dass man es in der Mitte halbiert, halb hat und dann eine Seite öffnen kann und die andere halt auch. Wäre ja, glaube ich, am besten. Wobei was ich nicht mehr möchte, und das ist wirklich so weit, das habe ich bei jetzigen Stand, ist, dass man dann so. Also ich hätte, glaube ich, lieber zwei Fenster. Also zwei Fenster, die nebeneinander sind. Weil dann kann man das eine Fenster zum Beispiel aufmachen und das andere zulassen. Und nicht wie jetzt, weil jetzt im Moment haben wir so Fenster, die sind so komplett. Und wenn man dann da die Seite aufmacht, dann hat man zwar, kann man die andere mit einem Bügel noch zulassen, aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht so das. Ich glaube, ich nehme lieber so zwei Fenster nebeneinander, wo man dann eins öffnet und dann so, ja, mehr Abschluss hat einfach und dass es dann nicht so gefühlt wie jetzt unten dann halt noch die Luft rauszieht oder dass man dann nur diesen kleinen Schutzbügelchen hat. Aber das ist eigentlich immer eine Idee, die ich jetzt gerade erst entwickelt habe in dieser Sekunde, dass man ja auch anstelle von. Ja, aber da fällt mir gerade schon wieder ein Problem ein. Nee, geht doch nicht. Ja, weil das Ding ist, ich brauche auch einen Rollladen. Weil, wie ihr wisst, ich habe es nicht so im Sommer mit der Sonne und so. Und da reicht nicht nur diese Verdunklungsvorhänge, wenn ich da wirklich den ganzen Tag drin verbringen soll. Wobei meine Mutter da echt stinksauer mit mir ist. Also das ist so eine Geschichte, wo ich, da habe ich in die Nesseln, mich in die Nesseln gesetzt, ohne es zu wollen. Weil folgendes, letztes Jahr, das war ungefähr um diese Zeit jetzt, also auch so, also so Mai, also März, April, haben meine Mom und ich so miteinander geredet, haben halt lange geredet und haben halt dann das Ergebnis bekommen, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir Verdunklungsvorhänge uns zulegen. Was ich nicht wissen konnte letztes Jahr zu dieser Zeit, wo es dann darum ging, dass wir die dann auch gekauft haben und die dann auch aufgehängt haben, super, das war das Jahr, super, war nicht so hell und alles gut. Was ich nicht ahnen konnte, war, dass mein Opa sterben könnte. Ja, das ist allgemein. Das ganze Zimmerprojekt hat so einen leicht traurigen Untertouch, weil es nur möglich ist, weil mein Opa gestorben ist. Ja, und auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann jetzt diesen Verdunklungsvorhang nicht so aktiv brauche, wie ich es noch vor letztes Jahr gedacht habe. Also letztes Jahr war der ja wirklich noch essentiell. Dieses Jahr ist ja schon die Frage, baut man da ein neues Fenster ein? Und wenn ja, könnte man halt welchen Rollladen dran machen, der dann auch wirklich funktioniert. Weil der vom jetzigen Zimmer, der funktioniert ja einfach auch nicht.
Weil den kannst du, wenn du den hoch bewegst und dann wieder runter bewegst, dann bleibt er ungefähr auf der Hälfte hängen, oder du hast immer dieses Risiko, wenn er nicht hängen bleibt, dass er sich dann dazu entscheidet zu sagen, ach, ich fliege einfach mal komplett ab. Und ja, entschuldigt, mein Hase ist da langsam ein bisschen nervös, weil jetzt seine Rennzeit beginnt. Ja, der brennt immer so um 16 Uhr rum. Ja, gut. Und das merkt er, weil er das, da hat er Zeitgefühl. Ich weiß sonst nicht, aber da hat er sein Zeitgefühl. Ja, auf jeden Fall. Also das dritte Problem ist, also wenn ich die Fenster mache, dann möchte ich auf jeden Fall direkt ein Fliegengitter dran haben. Und zwar nicht eins mit diesen blöden Lamellen, wo man es dann hoch und runter machen kann, um irgendwelches Zeug rauszuschütteln. Ah, ich habe Lamellengeschichten, zum Beispiel hier in diesem Zimmer und in der Küche. Und ich sag euch, da kommen die Insekten durch. Und zwar riesige Viecher teilweise. Und das will ich dann nicht. Wenn ich dann ein neues Fenster mache, dann möchte ich, dass es dann auch wirklich insektensicher ist. Also muss ich gucken, dass ich irgendwie ein Gitter, also dass man, wenn dann, ob das extra, also ob man das extra braucht, also im Sinne von, dass es nicht Teil vom Fenster ist, aber trotzdem auch gleich direkt installiert wird, und zwar zugemacht, also zu. Und ich verlange dann auf jeden Fall, dass man die Seiten auch mit irgendwas noch zumacht. Sei es Kitt oder sei es Vaseline oder meinetwegen einen tanzenden Elf, aber ich will, dass dieses Fenster dicht ist. Weil da verbringe ich dann 90% meiner Zeit, und ich habe keine Lust, dass ich jedes Mal den nervösen Tick kriege nach dem Motto, kann ich das Fenster öffnen, kann ich es nicht öffnen. Weil ich habe eine furchtbare Insektenproblematik und ich will das einfach nicht mehr haben. Ja, und deswegen, das sind so diese drei Probleme. Welche Form hat das Fenster, das ich nehme? Wie mache ich das mit dem, also das mit dem Rollladen? Weil das ist natürlich auch eine Frage, weil kann man da die alte Rollladending benutzen oder muss man da einen neuen machen? Und das Fliegengitter. Ja, und dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema des heutigen Tages, nämlich die Wand. Wisst ihr was? Daraus machen wir ein neues Thema, weil ich glaube, das Video ist jetzt lang genug mit dem Fenster. Und ja, was ich auf jeden Fall für mich weiß, ist, ich möchte ein weißes Fenster haben. Es soll weiß sein, und ich möchte lieber, dass es Metallfenster ist. Weil ja, Metall heizt sich zwar mehr auf, aber es gibt sowas wie Fliegengitter und so weiter, was man mit Metall noch an dieses Fenster ranmachen könnte, theoretisch, um es dann nochmal ein bisschen sicherer zu machen. Und das möchte ich dann schon auch diese Möglichkeit haben, weil bisher haben wir nur Holzfenster. Und Holz wird so schnell mürrisch, hab ich so das Gefühl. Morsch, entschuldigt, morsch, nicht mürrisch. Und ja. Und deswegen wäre es mir dann lieber, dass man was Metallisches mal probieren. Aber die nächste Sache ist, wie lange es wohl dauern wird. Weil der Fensterbauer, den hat meine Mom noch nicht mal angerufen, nicht mal Bescheid gegeben, gar nichts. Der weiß noch nicht mal, was für ein Fenster brauchen. Aber was ich so weiß, ist, meine Babette, die ist auch gerade auf der, also die braucht auch gerade Fenster. Und davon mehrere, und die wartet jetzt schon 3 Monate. Und die hat vor 3 Monaten bestellt, und die Fenster sind immer noch nicht da. Während ich jetzt zum Beispiel ja nur eins brauche, wo ich dann hoffe, dass es vielleicht schneller geht. Daumen drücken, Daumen drücken. Ja, gut, das war dann das zu dem Stand. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr so Ideen zum Thema Fenster habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.